Herzlich willkommen zum Sommertalk vom Grünen Netzwerk Grundeinkommen. Heute begrüßen wir euch mit dem Thema Grundeinkommen und Europa und unserem Gast Daniel Verheer. Die Veranstaltungsreihe Grundeinkommen Sommertalk findet noch bis zum 31.07. an jedem Werktag abends statt und beschäftigt sich mit verschiedenen Aspekten rund ums Grundeinkommen. Hintergrund ist der aktuelle Beteiligungsprozess zum neuen Grünen Grundsatzprogramm. Da haben alle grünen Mitglieder noch bis Ende Juli die Chance, Änderungsvorschläge an den Bundesvorstand einzureichen. Wir als grünes Netzwerk haben eine Vielzahl von Änderungsvorschlägen im Sinne des Grundeinkommens vorbereitet und laden euch herzlich dazu ein, diese im Beteiligungsgrün zu unterstützen. Eine Liste mit den Links findet ihr auf unserer Webseite. Ich bin Maukje Dobberstein, Koordinatorin im grünen Netzwerk Grundeinkommen und seit langem aktiv für das Grundeinkommen unterwegs, unter anderem mit meinem Blog zu dem Thema. Im sonstigen Leben bin ich Mutter und ärztliche Psychotherapeutin und ich werde heute Abend die Moderation übernehmen. Darüber hinaus bin ich leidenschaftliche Europäerin und habe viele Länder in Europa kennengelernt und manche davon auch zeitweise gelebt. Deswegen freue ich mich heute besonders auf das Gespräch mit Daniel Verheer. Er ist in Ungarn geboren, hat schon in Brüssel gearbeitet und lebt inzwischen mit seiner Frau in Berlin. Er ist Vorstandsmitglied des europäischen Grundeinkommensnetzwerks UBI, aktiver Grüner, und er wird uns heute über die europäische Perspektive eines Grundeinkommens Frage und Antwort stehen. Wir möchten euch zur Einstimmung ein kurzes Video zeigen und danach gehen wir über zum Fragenstellen. Ich werde zunächst Daniel ein paar Fragen stellen, um in das Thema einzuführen. Alle Teilnehmer, die sich über Zoom angemeldet haben, haben dann im Anschluss die Möglichkeit, über das Frage-Antwort-Tool auch noch weitere Fragen zu stellen. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, euch im Chat parallel vorzustellen oder auch Kommentare zu schreiben. Im Frage-Antwort-Tool bitte nur Fragen und alle Fragen aber auch dort, damit wir das nicht durcheinander bringen. Dann möchte ich jetzt bitten, einmal das Video abzuspielen. Universal Basic Income for Europe, a recipe for resilience. The COVID-19 crisis and looming recession are showing us that even though Europe has some of the world's best public services, they fail to ensure the well-being of all its residents. There are gaps in our welfare systems, leaving the most vulnerable hit the hardest. The climate crisis and uncertain future of work will only add to this problem. Growing inequality means millions of people suffering from structural poverty and millions of children lacking equal opportunities from birth. Many people think it's time for a more sustainable model with greater solidarity and resilience. It's time for a universal basic income for Europe. Universal basic income is a monthly income that every resident of Europe would receive. That's right, not just every household, but every single person. And UBI has some great advantages. It especially benefits women, young people, and those who dedicate their time to unpaid labor. It can reach the most marginalized and help fight poverty. It protects from exploitation and precarious labor. And it does not reduce job search, but can decrease the anxiety of losing employment. UBI is not charity, but a redistribution of wealth that empowers people and gives them more security and freedom. It is an automatic safety net in any crisis, strengthening the resilience of our societies. Sounds good, doesn't it? But how is this paid for? First, by reforming personal income tax and redistributing more wealth from the very richest of society. Additional funding could come from taxing environmental harm, capital gains, or land value. UBI reduces bureaucracy and some administrative costs, but resources dedicated to public services such as health or education should remain untouched. It might sound radical, but it's far from unreachable. And to build sustainable and resilient societies, we must open up to new ideas. This is why the Green European Foundation has launched a project to challenge preconceptions and call for an open debate across Europe on this universal and unconditional subsidy for everyone. Join the debate. Share this message.
Vielen Dank dafür. Dann begrüße ich jetzt Daniel Fehr, der sich heute Abend als Referent zur Verfügung gestellt hat. Du kannst dich gerne noch mal kurz vorstellen und dann fange ich mit meiner ersten Frage an. Ja, vielen Dank. Also das Wichtigste hast du gesagt. Mich interessiert das Thema Grundeinkommen und Europa schon allein aus dem Grund, dass ich selbst auch eine recht europäische Biografie habe, in verschiedenen EU-Ländern gelebt habe und auch sehr viele Menschen aus Europa kenne und finde diese Debatten auch ganz spannend. Was hat das für verschiedene Folgen? Wir haben ja auch Sozialstaatmodelle ganz unterschiedlich gestrickt. Deswegen finde ich das sehr spannend, über diese Frage, wie bringen wir ein Grundeinkommen nicht nur in ein EU-Land oder mehrere EU-Länder, sondern in alle. Und dieses Interesse hat mich zum europäischen Netzwerk Unconditional Basic Income Europe, UBIE, geführt, wo ich jetzt schon seit gut 5 Jahren Mitglied im Vorstand bin. Und wo wir versuchen, verschiedene Projekte rund um das Grundeinkommen voranzutreiben. Wir haben im Moment ungefähr 400 Mitglieder, nicht nur in EU-Ländern, sondern über 30 Länder in Europa sind bei uns mit Aktivisten vertreten. Wir sind ein Netzwerk sowohl für Einzelpersonen als auch für Organisationen. Also alle können bei uns Mitglied werden, die sich gerne auch diesem Thema Grundeinkommen in Europa widmen möchten. Ja, danke Daniel. Dann steigen wir mal gleich ins Thema ein. Wir sind ja ansonsten hier eigentlich gerade unterwegs dabei, das Grundeinkommen ins grüne Grundsatzprogramm in Deutschland hineinzudiskutieren, sage ich mal. Manche unserer Nachbarländer sind da auf den ersten Blick schon weiter. Soweit ich informiert bin, ist bei den Grünen in Finnland und in den Niederlanden das Grundeinkommen schon gesetzt, aber gib uns doch mal einen kurzen Überblick, wie das in den Ländern um uns herum in Richtung Grundeinkommen aussieht. Ja, ich finde, dafür war auch dieses Video, was wir vorhin gesehen haben, ein sehr schönes Beispiel, wie Grüne aus verschiedenen EU-Ländern an diesem Thema zusammenarbeiten. Also in diesem Falle sind es verschiedene grüne Stiftungen. Da ist wohlgemerkt die Heinrich-Böll-Stiftung noch nicht dabei. Aber es gibt durchaus eben grüne Parteien und auch grüne Stiftungen, die da deutlich mehr Interesse an diesem Thema Grundeinkommen zeigen. Eigentlich, wenn man sich ein bisschen umschaut, ist das Bild sogar, dass die deutschen Grünen da mehr so am sehr skeptischen Ende der Skala sind. Ich glaube, so bis auf vielleicht die Österreicher und die Schweden, die da so ähnlich zurückhaltend sind, könnte ich, glaube ich, keine grüne Partei jetzt nennen, die da skeptischer ist. Es gibt welche, die sind ganz klar eindeutig dafür. Also die britischen Grünen sind uns leider so auf EU-Ebene abhanden gekommen, aber die haben schon mehrere Wahlkämpfe mit dem Thema Grundeinkommen beschritten und haben das auch entsprechend durchrechnen lassen für Großbritannien. Französischen Grünen, spanischen sind ganz klar dafür, auch in Belgien. Niederlande ist auch, glaube ich, die Partei mehrheitlich pro Grundeinkommen, bei den finnischen Grünen ist gar keine Frage. Aber zum Beispiel auch der Budapester Oberbürgermeister gehört einer grünen Partei an, die ganz klar mit dem Grundeinkommen auch Wahlkampf macht. Und er hat auch in seiner Zeit noch als Bezirksbürgermeister auch sehr stark das politisch auf die Agenda gesetzt. Also ich glaube, das Bild ist auch eben nicht nur in Westeuropa, sondern es ist eigentlich quer durch Europa wird das diskutiert und auch von grüner Seite tatkräftig vorangetrieben. Na, das klingt ja eigentlich ganz hoffnungsvoll, dass wir uns eigentlich aus den Nachbarländern ein bisschen Rückenwind abholen können.
Und es ist ja vielleicht auch nochmal ein Argument dann in den kommenden Diskussionen, dass wir da nicht gerade am progressiven Ende sind. Dann, wenn wir mal genauer gucken, dann ergibt sich daraus natürlich auch immer ganz schnell die Frage, soll denn eigentlich ein Grundeinkommen erstmal auf nationaler Ebene eingeführt werden oder gleich auf einer europäischen Ebene? Also ich denke da zum Beispiel an den Vorschlag von Philippe von Perreis, den vielleicht den ein oder anderen schon mal kennengelernt oder gehört haben, einer der Gründer vom Bien, der vor einigen Jahren schon einen Vorschlag zur Euro-Dividende gemacht hat und auch bei der Bürgerinitiative zum Grundeinkommen, die jetzt demnächst hier gestartet wird, ist intensiv darüber gestritten worden, ob man eigentlich eine nationale Grundeinkommen fordert oder ob man zum Beispiel eine Euro-Dividende fordert. Vielleicht kannst du uns da kurz ein bisschen aufklären, was denn eigentlich die Vor- und die Nachteile sind und wie vor allem auch der rechtliche Rahmen dann dazu aussieht. Ich erinnere mich an ein sehr interessantes Gespräch mit Olli Kangas. Es war, glaube ich, vorletztes Jahr in Freiburg bei einer Konferenz zu Euro-Dividende, wo er erzählt hat, Olli Kangas hat die finnische Sozialbehörde Kela geleitet, beziehungsweise die Forschung, war er Forschungsdirektor und hat eben dieses Grundeinkommenmodellprojekt in Finnland geleitet. Und als er bei dieser Konferenz erzählt hat, was so die größten Herausforderungen dabei waren, war eins der wichtigsten Punkte, oder wo er gesagt hat, was ihm das größte Kopfzerbrechen bereitet hat, war die EU. Nämlich, weil es ist gar nicht so, dass ein Mitgliedsland sagen kann, so ja, ich mache jetzt Grundeinkommen, basta. Ne? Denn wir haben ja als EU-Bürgerinnen, als EU-Bürger ja auch bestimmte Rechte, die wir erwerben in bestimmten Mitgliedstaaten, die wir auch mitnehmen können, wenn wir in ein anderes EU-Land gehen. Und das ist eben auch nicht einfach. Ne? Also es gibt Sozialtransfer, Sozialleistungen. Da hast du auch einen Anspruch drauf, wenn du zum Beispiel eingezahlt hast in Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, dann hast du auch Ansprüche, wenn du nicht mehr in dem EU-Land lebst, wo du eingezahlt hast. Das macht die Sache ziemlich kompliziert und deswegen ist meine Überzeugung, dass es wahrscheinlich gar nicht gehen würde, Grundeinkommen einfach so in einem Mitgliedsstaat einzuführen. Vielleicht wäre das möglich, wenn man das, wie wir es zum Beispiel hier gestern diskutiert haben, nur über die negative Einkommenssteuer macht. Vielleicht könnte man sich da so Tricks einfallen lassen, wie man dieses Problem der Freizügigkeit so außen vor hält. Aber meine Vermutung wäre, dass es einfacher ist, wenn man von vornherein da europäisch an die Frage herangeht. Das klingt erstmal spannend. Andererseits sind natürlich die europäischen Mehrheitsverhältnisse auch viel unübersichtlicher als innerhalb von den Nationalstaaten. Dadurch höre ich auch oft, naja, lass uns doch wenigstens erstmal in Deutschland anfangen, dann werden die anderen schon nachziehen. Ich habe ja gerade schon erwähnt, es gab da auch heiße Debatten im Rahmen der damals noch von UBI mit unterstützten europäischen Bürgerinitiative. Was waren denn da so die Knackpunkte? Also warum hat man sich dann jetzt entschieden, doch erstmal für nationale Grundeinkommen zu plädieren? Du hast ja vorhin dieses Konzept von Philippe van Parijs und mittlerweile viele anderen, also da gibt es auch viele Varianten von, mit der Euro-Dividende angesprochen. Grundsätzlich ist die Idee sehr einfach. Die Europäische Union zahlt allen, da kann man überlegen, Bürgerinnen und Bürgern oder allen Personen, die in der EU wohnen, einen festen Betrag, der im Grunde überall gleich ist, vielleicht leicht an Kaufkraft angepasst.
um bestimmte unerwünschte makroökonomische Effekte zu vermeiden. Aber im Grunde würden all von Bulgarien bis Schweden, von Estland bis Portugal die gleiche Summe bekommen. Die Summe würde sich so berechnen, dass sie im ärmsten EU-Land halt ein komplettes Grundeinkommen darstellt. Und natürlich wäre also der Vorschlag vom FAM-Paradies war 200 Euro. Man könnte aber auch mit allen möglichen Summen zwischen 100 und 200 Euro wahrscheinlich argumentieren oder rechnen. Für Kinder wird es die Hälfte geben. Und ja, das wäre ein Sockelbetrag, ein partielles Grundeinkommen, also in den meisten Mitgliedsländern, auf den die anderen Sozialleistungen der Mitgliedstaaten dann aufbauen würden. Und da fängt natürlich die Diskussion an, weil viele sagen, ja, hoppa, ne, das wäre doch für die meisten Mitgliedstaaten eine gute Möglichkeit, dann selbst Sozialleistungen abzubauen. Das kann man so oder so sehen. Das ist zum Beispiel das Argument, dass deutsche Hartz-IV-Bezieher davon gar nichts hätten, weil das dann komplett angerechnet würde. Das ist halt die Frage. Da gibt es natürlich, also wenn das hier interessant ist, kann ich natürlich gerne noch in die Details gehen, wie man damit umgehen könnte. Aber die Frage ist natürlich, wie vielen Leuten bringt das am Ende tatsächlich was? Meine Überzeugung ist, dass diese Möglichkeit, Sozialleistungen zu mindern, auch ohne Eurodividende besteht. Aber es gibt natürlich einen guten Grund, warum das in der Regel nicht gemacht wird oder eben nur nach ganz harten politischen Kämpfen gemacht wird. Also da müsste das schon jede Regierung ihren Bürgerinnen und Bürgern erklären können, so, ne, da kommt jetzt Taschengeld aus Brüssel, aber wir nehmen euch das gleich wieder weg. Ja, gut. Ich würde an dieser Stelle gerne mal unsere Zuschauer auch mit einbeziehen und eine Zuschauerfrage stellen, auch wenn das Konzept jetzt nur ganz kurz angerissen wurde. Einmal bitte die Frage, genau, nee, eigentlich die zweite, geht das zu ändern? Vielleicht kriegen wir gleich nochmal die richtige, also die zweite Frage zur Euro-Dividende würde ich gerne einmal an die Zuschauer richten und dann natürlich nochmal der Hinweis, das sind alles jetzt erstmal nur ein paar Schlagworte, die auch ausgetauscht wurden und genauere Fragen könnt ihr dann natürlich gleich nochmal über das Frage-Antwort-Tool stellen, sind auch schon ein paar eingestellt worden. Genau, also jetzt einmal die Frage an die Zuschauer. Was ist denn das beste Argument für eine Euro-Dividende? Effektive Armutsbekämpfung und Minderung sozialer Ungleichheiten, starke Kohäsion zwischen EU-Ländern und Regionen, Abmilderung asymmetrischer Konjunkturschocks, Identifikation der Bürgerinnen mit der EU, Abschwächung der Binnenmigration oder auch keins davon. Die Euro-Dividende ist keine gute Idee. Da dürft ihr euch jetzt gerne zu positionieren. Und ich würde schon mal die nächste Frage an Daniel stellen, die letztendlich auch ganz eng damit verknüpft ist. Denn die Frage, die sich auch immer im Zusammenhang mit einem Grundeinkommen wieder stellt, ist denn die Frage, wie ist es mit der Migration? Im Moment haben wir ja innerhalb der EU eine Freizügigkeit und offene Grenzen. Aber eine kürzlich erschienene Studie hat auch gezeigt, dass nicht unbedingt alle Grundeinkommensbefürworter der Meinung sind, dass das so bleiben sollte. Wie würde sich das denn auswirken, wenn man jetzt ein nationales Grundeinkommen einführen würde? Welche Probleme entstehen da oder auch welche Chancen sind dann damit verbunden? Ja. Also da gibt es natürlich verschiedene Antworten, je nachdem, ob die Frage ist, was halten wir, was halte ich für erstrebenswert und die Frage, was ist politisch durchsetzbar, wofür kriegen wir eine Mehrheit organisiert. Grundsätzlich ist meine Antwort auf dieses Bedenken, da brauchen wir auch das Rad nicht neu zu erfinden. Auch jetzt schon haben wir Regelungen, die den Zugang zu Sozialsystemen, zu Sozialleistungen
beschränken. Die können wir so beibehalten oder anpassen, ne, zu sagen, du kriegst das Anrecht auf dein Grundeinkommen oder auf die Euro-Dividende erst, wenn du 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate in der EU oder in dem jeweiligen Land gelebt und Einkommenssteuer gezahlt hast zum Beispiel. Also es sind so Möglichkeiten. Wichtig wäre, wir hatten eben auch die eine Antwortoption mit der Binnenmigration, natürlich da auch zu unterscheiden, dass zum Beispiel eine Euro-Dividende könnte man ja auch so sehen, ne, das wäre für Leute dann wieder ein Argument, nach Europa zu kommen, aber wiederum die Migration innerhalb Europas könnte damit ja auch abgeschwächt werden, weil es heute ja viele Menschen gibt, also auch meine Landsleute aus Ungarn, gibt es ganz viele, die eben in einem anderen EU-Land Arbeit suchen, nicht weil sie da so unternehmenslustig sind oder gerne halt ihre Familie, soziales Netz und so weiter zurücklassen wollen, sondern weil sie keine andere Wahl haben, weil sie zu Hause weder Arbeitsmöglichkeiten haben, noch eine soziale Absicherung, die diesen Namen verdient. Und das wäre für mich zum Beispiel auch eins der wichtigen Argumente. Wir wissen, dass die Binnenmigration, auch wenn sie vielleicht vom Arbeitsmarkt her und für den Währungsraum her makroökonomisch gesehen sinnvoll ist, aber wir wissen auch, dass es zu sehr vielen Spannungen führt. Ich glaube, ich brauche jetzt nicht die ganze Debatte mit UKIP und Brexit. Da war aus meiner Sicht eben diese Frage der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Osteuropa durchaus eine, die diese Diskussion damals mit angestoßen hat. Also wie gesagt, ich glaube, für was die Binnenmigration angeht, hätte es positive Auswirkungen. Also es würde diese Migration mindern. Und was die Anziehungskraft nach außen hin angeht, da haben wir schon Mittel für bereits, die heute gelten. Und die können wir weiter auch verwenden. Ja, vielen Dank. Wir sehen inzwischen auch das Ergebnis der Zuschauerbefragung. Die überwiegende Mehrheit ist der Meinung, dass das beste Argument für eine Euro-Dividende die effektive Armutsbekämpfung ist und die Minderung sozialer Ungleichheiten. Das ist ja zunehmend insgesamt ein Thema beim Grundeinkommen, das immer mehr zum Mittel als Armutsbekämpfung wird. Das ist ja auch mal unter ganz anderen Aspekten diskutiert worden, aber je stärker das Thema Armut in Deutschland und auch in der EU eine Rolle spielt, desto mehr rückt das natürlich auch in den Fokus. Ich persönlich finde ja auch die Identifikation der Bürgerinnen mit der EU einen wichtigen Aspekt. Das haben immerhin auch noch 4 andere Leute so gesehen. Ganz interessant. Ich würde da direkt zu der nächsten Frage, das ist dann die erste. Darf ich vorher was sagen dazu? Ja. Interessant ist, dass sich jetzt 57% damit auch gleich für Vertragsänderungen auf EU-Ebene mehr oder weniger ausgesprochen haben, weil die Frage, wofür führe ich die Euro-Dividende ein, hat dann auch gleich Auswirkungen darauf, ob ich das im Rahmen der bestehenden Verträge machen kann oder nicht, weil das hat ein bisschen mit dem EU-Recht zu tun. Du musst, wenn du irgendwas Neues in der EU einführen willst, brauchst du dafür eine Rechtsgrundlage in den bestehenden EU-Verträgen. Und welche Rechtsgrundlage du nimmst, dann hat das auch, das hängt davon ab, was du mit diesem Instrument in erster Linie erreichen willst. Und da Sozialpolitik in der EU eine geteilte Verantwortlichkeit zwischen EU und Mitgliedstaaten ist und die EU nur ganz bedingt da Einfluss nehmen kann und wahrscheinlich auf diesem Gebiet auch nur eine Direktive
auf den Weg bringen könnte, was für eine Euro-Dividende nicht, weil das da ja ein nationales Recht umgesetzt werden muss, eben kein geeignetes Mittel für eine Euro-Dividende wäre. Sprich, wenn wir sagen, wir wollen die Euro-Dividende, um Armut zu bekämpfen, um sozialen Ungleichheiten entgegenzuwirken, dann brauchen wir, es wäre vielleicht auf dem Wege der verstärkten Zusammenarbeit oder aber einer intergouvernementalen Kooperation möglich, aber die Chancen sind gut, dass wir in dem Falle tatsächlich eine Änderung der EU-Verträge bräuchten. Und hier ein bisschen Werbung, diese Feinheiten hat mein Freund François Denis in seiner Doktorarbeit, die er letztes Jahr fertiggestellt hat, zur Euro-Dividende wunderbar beschrieben. Ich weiß nicht, vielleicht können wir den Link im Chat posten, wenn das noch nicht erfolgt ist. Aber für alle, die da Details wissen möchten, kann ich das sehr, sehr empfehlen. Das geht schon sehr ins Detail. Trotzdem ist der Link natürlich für alle Interessierten gerne nochmal zu teilen. Ich möchte gerne auch nochmal die Zuschauer wieder mit einbeziehen und einfach nochmal auf den Punkt gefragt, die erste Frage gerne nochmal stellen, Wolfgang, und zwar: Auf welcher Ebene glaubt ihr, dass die Einführung des Grundeinkommens realistischer ist? Erstmal nur in Deutschland, auch wenn es auf Kosten der europäischen Freizügigkeit gehen würde, in Deutschland und auch dann eben so, dass andere Personen aus anderen EU-Ländern ebenfalls Ansprüche anmelden könnten oder eben doch gleich EU-weit. Wie seht ihr das? Gerne dazu auch nochmal mit abstimmen. Und dann würde ich, glaube ich, als nächsten Schritt dazu übergehen, Fragen aus dem Frage- und Antwort-Tool zu übernehmen. Wir haben jetzt eine halbe Stunde hier Frontalunterricht gemacht. Jetzt wird es Zeit, auch mal auf die gestellten Fragen einzugehen. Ich fange schon mal an, die erste vorzulesen. Die ist von Gerald Christian, guten Abend. Ich freue mich, dass auch beim BGE die europäische Dimension mitgedacht und diskutiert wird. Daher meine zwei Fragen. Wie ist es mit der Problematik, wenn beispielsweise in Deutschland ein BGE eingeführt wird, kann dann die Freizügigkeit auch für das BGE gewährt werden? Wir haben es eben auch schon ein bisschen angesprochen. Und die zweite Frage, die Eurozone ist ein europäischer Gesellschaftsvertrag. Daher müsste doch das BGE in der Eurozone eingeführt werden, im Unterschied zur EU jetzt, da es keine nationalen Volkswirtschaften in der Eurozone mehr gibt. Und dann auch noch eine direkte Anschlussfrage vom gleichen Fragenden. Wenn man von der republikanischen Idee der Rechtsgleichheit aller Unionsbürger ausgeht, wäre das BGE dann nicht in den Schritten erst Eurozone und dann in der ganzen EU eingeführt werden? Müsste das dann nicht so rum eingeführt werden? Ja, Daniel. Ja, also ich denke, diese Frage mit der Freizügigkeit, da habe ich vorhin schon beantwortet. Frage Eurozone, ich bin kein Rechtswissenschaftler, aber die Eurozone ist jetzt nicht irgendeine Entität, die irgendwie außerhalb der EU existiert. Ganz im Gegenteil, laut EU-Recht ist Euro Zahlungsmittel aller Mitgliedsländer. Nur haben manche noch die Möglichkeit, das später erst einzuführen. Und ich glaube, lass mich nicht lügen, Schweden oder Dänemark ist davon komplett freigestellt, von dieser Pflicht. Die Eurozone hat natürlich bestimmte Instrumente, um die gemeinsame Währung zu managen, aber rechtlich gesehen gibt es eigentlich keinen Unterschied, ob du EU-Bürgerin, EU-Bürger oder Euro-Bürgerin, Euro-Bürger bist. Und deswegen, auch wenn die Idee, glaube ich, vom Van Parijs ursprünglich tatsächlich für die Eurozone vorgeschlagen wurde, ich wäre ganz stark dafür, hier sofort alle EU-Bürgerinnen und Bürger mit zu berücksichtigen, auch weil
Ne, diese Aspekte mit der Freizügigkeit, die würden dann gleich zu Problemen führen. Ja, da kriegen wir direkt unsere Umfragewerte, die offensichtlich ein bisschen anderer Meinung sind als Daniel. Aber auch nicht ganz eindeutig. Also ein Drittel ist dafür, dass man das auf einer EU-weiten Ebene oder ist der Meinung, dass es realistisch ist, es auf einer EU-weiten Ebene einzuführen. 24% sind dafür, dass man es in Deutschland einführt, auch wenn andere EU-Ausländer Ansprüche anmelden könnten, aber doch 43%, also fast die Hälfte, würde das Grundeinkommen der Freizügigkeit vorziehen, wenn ich das so sehe, oder wäre möglicherweise der Meinung, dass das zumindest realistischer wäre einzuführen. Vielleicht ist da nicht unbedingt die eigene Meinung, sondern schon die Angst vor der AfD mit eingepreist in der Antwort. Ich würde mal weitergehen an die weiteren Fragenstellenden. Wir haben hier eine Frage nochmal, wie kann man da Mitglied werden? Ich denke, das bezieht sich auf UBI. Die Antwort ist im Chat, da ist der Link zu der Seite. Dann haben wir hier eine Frage von Janis Prinz. Was ist die Position der EFA im Europäischen Parlament zum Grundeinkommen und für wie wahrscheinlich hältst du eine gemeinsame EFA-Positionierung dazu? Wie beschrieben die Grünen aus anderen Mitgliedstaaten für das Grundeinkommen? Eher dafür das Grundeinkommen sind, aber der größte Teil der Fraktionen ist ja nun mal deutsch. Ich vermute, Janis, meine nicht die EFA-Position, weil die EFA ist die European Free Alliance. Das ist eine Handvoll Abgeordneten von nationalen Minderheiten, sondern ich nehme mal an, es geht um die Meinung der grünen Fraktion im Europäischen Parlament. Da habe ich den Eindruck, also da habe ich jetzt nur so Gerüchte, Hintergrundinformationen. Es gab jetzt in dieser Legislaturperiode keine Abstimmung, was irgendwie mit dem Grundeinkommen in Verbindung stünde. Es gab in der letzten Legislaturperiode einen Bericht zur Digitalisierung, zur Automatisierung. Und da gab es eine Passage im Entwurf, wo es darum ging, dass eben um die Folgen für Arbeitsplätze, für möglichen Wegfall von Arbeitsplätzen zu mindern, sollten auch Konzepte wie das Grundeinkommen betrachtet werden. Diese Passage wurde dann in einer Kampfabstimmung im Plenum gestrichen, auch relativ knapp. Also es lag am Ende, glaube ich, so 20 bis 40 Stimmen. Und die grüne Fraktion hat da bis auf die österreichischen Abgeordneten auch dafür gestimmt, dass die drin bleibt. Also das war die einzige Abstimmung so in den letzten Jahren, wo die grüne Fraktion sich positioniert hat. Nach dem, was ich jetzt so in den letzten Wochen gehört habe, würde ich davon ausgehen, dass die Mehrheit gerade im Hinblick auf all das, was uns Corona offenbart hat, an Verwundbarkeit unseres Sozialsystems, unseres Gesundheitssystems und auch gezeigt hat, dass es ja nicht unbedingt daran liegt, ob jemand arbeiten will oder möchte, ob er oder sie eben Arbeit hat, sondern eben auch externe Schocks da eine ganz große Rolle spielen können, habe ich den Eindruck, dass die Tendenz in der grünen Fraktion doch zumindest eine Offenheit zum Thema Grundeinkommen darstellt. Okay, vielen Dank. Ist ja auch eine schwierige Prognose. Ich meine, ein paar von den grünen Abgeordneten wissen wir ja auch, von den deutschen grünen Abgeordneten wissen wir ja auch, dass sie persönlich fürs Grundeinkommen sind. Aber da eine davon haben wir am Freitag noch bei der Veranstaltung Grundeinkommen und als Mittel zur Inklusion. Die einzige EU-Abgeordnete mit sichtbarer Behinderung, Katrin Lange-Siepen, wird sich da dem Thema äußern und hat sich ja auch schon ganz klar zum Grundeinkommen
positioniert. Dann haben wir hier... Entschuldigung, vielleicht noch eine kleine Ergänzung dazu. Wenn man mit Abgeordneten spricht, ist so eine Frage, bist du für oder gegen Grundeinkommen, immer ein bisschen schwieriger. Ne? Also es ist immer sinnvoller, Zustimmung, Ablehnung bei konkreten Vorhaben, zum Beispiel Gesetzesvorhaben oder konkreten Projekten auf europäischer Ebene zu fragen. Ne? Also zu fragen, würdest du für eine Euro-Dividende stimmen oder nicht? Würdest du Grundeinkommensversuche, also Grundeinkommensexperimente auf europäischer Ebene mit EU-Geld unterstützt, befürworten? Soll die EU dafür Geld zur Verfügung stellen? Wollen wir ein Agrargrundeinkommen? Wollen wir den Teil des großen EU-Agrarbudgets nehmen und das Landwirten als Grundeinkommen auszahlen? Wollen wir ein EU-Kindergeld quasi so als Vorstufe zur Euro-Dividende? Wollen wir eine EU-Basisrente? Wollen wir EU-Geld an Arbeitssuchende, die in einem anderen EU-Land Arbeit suchen, gewähren. Das sind so alles Ideen, das habe ich das jetzt mal auch geschickt eingestreut, die wir innerhalb von UBI auch schon seit längerem diskutieren und die halt auf europäischer Ebene auch interessant sind, um dafür konkret zu lobbyieren und eben dafür konkret die Unterstützung abzuholen. Ja, das mag sicher sein. Eine konkrete Frage ist für den Abgeordneten einfacher. Man wird sicher keine konkrete Antwort bekommen, nach meiner Erfahrung. Aber das ist ein anderes Thema. Naja, irgendwann müssen die abstimmen, ne? Spätestens. Dafür muss die Kommission einen Gesetzesentwurf einreichen. So, kommen wir zur Frage von Professor Opielka. Was sollte aus deiner Sicht eine grüne Position zur Binnenmigration in der EU sein? Klassisch liberal? Arbeitnehmerfreizügigkeit? Wäre ein partielles EU-Grundeinkommen nicht dafür ein sehr hilfreiches Instrument? Und was würde das für die Migration, in Klammern Flucht, von außerhalb in die EU bedeuten? Haben Migrantinnen von außerhalb der EU dadurch zu Recht dauerhaft erst nach einem längeren Aufenthalt Anspruch auf ein EU-Grundeinkommen oder dann eine Euro-Dividende? Das ist ein ganzes Paket. Also, ja, mein Standpunkt ist, und das fände ich auch gut, wenn das eben der grüne Standpunkt wäre, dass wir sagen, na, mit der Euro-Dividende ermöglichen wir allen EU-Bürgerinnen und Bürgern, entweder dort zu bleiben, wo sie leben und eben auch wirtschaftlich schwierigere Zeiten dort zu überstehen, oder wenn sie wollen, eben innerhalb der EU Arbeit zu suchen, ohne dass sie dann sozusagen auf die Sozialsysteme in den Ländern angewiesen sind, wo sie hingehen. Wobei da es durchaus möglich ist, dass man da eben diese Idee, die ich eben erwähnt habe, dass die EU zusätzlich noch Geld, also so ein Arbeitslosengeld oder Arbeitssuchendenunterstützung zahlt, weil, naja, wir wissen, wie ich schon eben gesagt habe, ne, die Euro-Dividende wäre ja nicht ausreichend, um in allen EU-Ländern davon Auskommen zu finanzieren. Und wenn zum Beispiel jetzt ein dänischer Arbeitnehmer irgendwo in Europa, also außerhalb Dänemarks, Arbeit sucht, kann er oder sie das mit der dänischen Versorgung, Arbeitslosenversorgung ganz prima tun, wird unter Umständen noch besser leben in manchen Ländern als die Leute, die dort ein Arbeitseinkommen haben. Wenn jemand aus Rumänien, Bulgarien, Ungarn und so weiter halt versucht, in Deutschland, Frankreich, Schweden etc. Arbeit zu finden, ist es halt ganz schwierig oder fast unmöglich, das irgendwie legal auch zu machen, ne? Und verleitet dann auch ganz schnell zu Schwarzarbeit und so weiter. Und daher finde ich diese Idee, dass die EU halt diesen Leuten für eine bestimmte Zeit, das kann ein Jahr sein, das kann 2 Jahre sein, eben Unterstützung zur Arbeitssuche gewährt, eben bedingungslos,
ganz charmant, weil das hieße eben auch dieses Problem, ja, die kommen dann zu uns und wir müssen die finanzieren, die wäre dann mit, ja, nicht so direkt da, ne? Das wäre dann halt indirekt über den EU-Haushalt. Wie das, also wie gesagt, zur Migration in die EU, das ist natürlich schwierig. Ne? Ich persönlich glaube nicht an diesen sogenannten Pull-Faktoren. Ich glaube, wenn Menschen ihre Heimat verlassen, haben sie meistens sehr starke Gründe, die dagegen sprechen, dass sie dort bleiben können. Ich sage das auch als praktizierender Migrant. Also die wenigsten Leute machen dann eine Rechnung, Deutschland ist ja so, ne, tolle Sozialversorgung, also gehe ich da hin. Gibt es bestimmt auch, aber ich glaube, dass das Phänomen ist sehr kompliziert. Natürlich, das ist halt ein großer Unterschied, ob wir diese Frage innerhalb der Grünen diskutieren oder eben mit CSU-Lern oder AfD-Lern. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, wenn zum Beispiel ein Teil dieser Sozialleistungen nicht direkt aus dem Bundeshaushalt oder eben aus den Ländern oder Kommunen käme, sondern aus Brüssel, wäre auch diese Frage, diese Debatte etwas entschärfter. Ja, also ich denke, das muss man da auch dann, das merken wir ja auch schon hier immer wieder unterscheiden, also Migration von Drittstaaten, wie man so schön sagt. Da würde ich dir auch total zustimmen. Den Pull-Effekt, wenn es ihn denn gibt, den haben wir jetzt auch schon. Der ergibt sich meines Erachtens auch vor allem daraus, dass wir Frieden haben, dass es hier genug zu essen gibt und so weiter und auch dann mit Klimaperspektive hier fruchtbares Land ist und all solche Dinge. Ob man da jetzt noch was drauflegt oder nicht, macht wahrscheinlich nicht so einen großen Unterschied, das sehe ich genauso. Innerhalb der EU ist es aber ein Thema und das ist eigentlich die nächste Frage eigentlich auch nochmal genauso. Also wir haben ja jetzt unterschiedliche soziale Sicherungssysteme in den verschiedenen EU-Ländern. Warum wäre das ein Problem bei der Einführung eines Grundeinkommens, wenn das dann immer noch so ist? Also zunächst das Grundeinkommen in einigen Ländern eingeführt werden würde und dann hoffnungsvollerweise die anderen nachziehen. Also wo genau ist da jetzt die Klippe, warum ist das mit einem Grundeinkommen dann anders, als das jetzt ohnehin schon ist? Also weil es gibt ja jetzt auch schon alle möglichen Regelungen für die Binnenmigration. So verstehe ich die Frage zumindest. Ja, wie gesagt, vielleicht dann nochmal etwas präziser. Also je nachdem, was für ein Grundeinkommensmodell wir einführen, je nachdem auch welche andere Sozialleistungen, wie eben lass es BAföG sein, lass es Hartz IV sein und so weiter entfallen. Aber vielleicht sagen wir ja auch, ne, Grundteil der Rente ist damit dann auch abgegolten oder zu sagen, ne, dann brauchen wir ja auch kein Arbeitslosengeld I mehr, wenn wir Grundeinkommen haben. Das reicht ja dann aus. Also je nachdem wird es halt kompliziert, wie das mit diesen erworbenen Leistungen aussieht und wie es aussieht, wenn ich sage, ne, ich habe jetzt bisher hier in Deutschland gearbeitet, eingezahlt und jetzt, wo es das Grundeinkommen gibt, möchte ich aber lieber nach Spanien, ne, weil ich mir davon da vom deutschen Grundeinkommen halt viel mehr leisten kann. Ne. Könnte dann der deutsche Staat sagen, so, nee, wenn du nach Spanien ziehst, hast du halt keinen Anspruch mehr. Ne. Das wäre halt eben nach diesen geltenden europäischen Sozialregelungen zumindest eine komplizierte Angelegenheit. Das heißt nicht, dass es unmöglich ist, in einem Land ein Grundeinkommen einzuführen. Aber es stellt sich die Frage aus meiner Perspektive, ja, warum dann nicht, wenn wir da eh dann womöglich irgendwie Ausnahmen oder spezielle Regelungen dann auf EU-Ebene brauchen, damit wir das hier einführen können. Warum gehen wir dann nicht gleich europäisch vor, ne, und schaffen zum Beispiel mit der Euro-Dividende auch schon einen Grundstein, auf dem dann in vielen Ländern ja auch viel einfacher wäre, ein komplettes Grundeinkommen einzuführen.
Ja, danke nochmal für die Konkretisierung an der Stelle. Das ist eben auch dann die Frage, ob es eine Sozialleistung ist oder eine Versicherungsleistung und was da alles dann damit eingeht. Und einen Ausweg hast du ja schon so ein bisschen genannt, wenn es über die Einkommensteuer gehen würde, dann könnte man es nur an die Steuerpflichtigen koppeln. Und das ist natürlich an den Hauptwohnsitz gebunden, aber auch wieder mit anderen Nachteilen. Das hatten wir ja dann gestern, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen andiskutiert. Nächste Frage ist von Hans-Florian Heuer. Wäre es denkbar, unterschiedliche Modelle der Teilhabe an Kost und Logis, Infrastrukturnutzung, kulturelle Teilhabe zu entwickeln, fern jeder bevormundenden staatlichen Planung, statt alles mit Währung zu machen? Ein Grundauskommen, eine Grundauskommenswährung, die nicht konvertierbar in Euro ist. Und da wird jetzt noch ein Link dazu geschickt, aber vielleicht hast du schon eine Vorstellung davon, worum es da geht. Ich habe keine genaue Vorstellung davon, woran es geht. Also es gibt so, ich kenne verschiedene Ideen, auch tatsächlich Grundeinkommen über Kryptowährungen einzuführen. Es gibt in Berlin eine Gruppe ums Café Grundeinkommen, die zum Beispiel an so einer Währung arbeiten, aber also nach alledem, was ich da kenne, wäre meine Einschätzung, dass diese Projekte allenfalls als Komplementärwährungen funktionieren können. Aber also es gibt natürlich schon Beispiele, ich glaube aus Brasilien. Ich kann jetzt nicht genau sagen, welche Stadt das war, aber wo es tatsächlich so eine lokale Komplementärwährung gab, die dann auch als, wenn ich mich recht erinnere, so ein partielles Grundeinkommen ausgegeben wurde und wo dann bestimmten Teil der kommunalen Steuer tatsächlich in dieser Währung zu entrichten war, was dann dafür gesorgt hat. Ich glaube, es wurde nicht als Grundeinkommen gewährt, sondern für bestimmte, also ich glaube also so als Sozialhilfe, aber auch für bestimmte Arbeiten, also wenn man im kommunalen Dienst irgendwie welche Arbeiten erledigt hat und diese Anforderung, ein Teil der Steuer damit zu zahlen hat, dann für die Konvertibilität, die aber, glaube ich, jeder Fragende nicht mit haben möchte, mit der offiziellen Währung geführt. Also wenn ich eben kein normales Einkommen hatte in der normalen Währung, aber keine Zeit, keine Möglichkeit, diese Parallelwährung zu erwerben, musste ich halt jemand das abkaufen. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Wie gesagt, meine Einschätzung ist, ich finde diese Gedanken, diese Projekte sehr, sehr interessant, aber bis jetzt glaube ich schon, dass das Grundeinkommen doch ein Projekt für den Staat ist. Gut, das ist ja auch nochmal eigentlich unabhängig von Europa die Frage, in welcher Währung zahlt man das? Die kann man ja auf verschiedenen Ebenen, auch in regionaler und lokaler Ebene stellen. Hier geht es aber auch nochmal ums Geld von Gerald Christian Heintgens. Eine Frage zur Eurozone. Wenn wir schon vor der Einrichtung eines Eurozonenbudgets sprechen und wir eine viel engere Verflechtung der Wirtschaft haben, ist es dann nicht auch gerechtfertigt, in einem ersten Schritt das BGE in der Eurozone einzuführen? Und von dem gleichen Fragesteller schließe ich mal noch direkt mit an. Die Eurodividende hat den Charme, dass jeder Unionsbürger einen Betrag X von der Kommission bekäme, dann müsste im Gegenzug auch die Kommission eigene Steuern erheben können. Ich glaube, das ist ja auch einer der Knackpunkte. Wie soll denn die EU eine Eurodividende auszahlen, wenn sie keine Steuern einnehmen kann? Genau, dann müsste im Gegenzug die Kommission eigene Steuern erheben können, um es dann über das Euro-Budget oder die Euro-Dividende auszuzahlen. Gibt es in diesem Zusammenhang die Diskussion über direkte Steuern seitens der EU? Da gibt es ganz viele Diskussionen. Die Diskussion wird jetzt auch im Grundsatzprogrammprozess auch geführt. Also da steht auch zum Beispiel jetzt schon in dem Entwurf drin, dass die EU auch mehr Möglichkeiten haben sollte, eigene Einnahmen zu erzielen. Bisher speist sich ja der EU-Haushalt in erster Linie aus
aus den Beiträgen der Mitgliedstaaten, die sich hauptsächlich nach den Mehrwertsteuern bemessen und eben aus den Zolleinnahmen. Aber da gibt es natürlich, die meisten kennen, glaube ich, die Diskussion um Transaktionsbesteuerung. Wir als Grüne könnten ja durchaus da Vorschläge zu europäischen Ökosteuern, also Steuern auf Abgase, auf Verschmutzung und so weiter anmelden, die dann auf europäischer Ebene erhoben werden sollen oder auf nationaler Ebene erhoben, aber dann eben direkt in den EU-Haushalt fließen sollen. Also ich glaube, zur Finanzierung der Euro-Dividende kann man ganz, ganz viele Ideen haben. Van Parijs schlägt dafür eine große Mehrwertsteuererhöhung vor. Also ich glaube, er fordert 25% Mehrwertsteuer in allen EU-Mitgliedstaaten, die dann komplett zur Finanzierung der Euro-Dividende verwendet werden. Da gibt es auch, wir hatten vor 3 Jahren sehr einen tollen Workshop in Ljubljana organisiert gehabt. Da gab es auch von dem ehemaligen slowenischen Finanzminister José Menzinger, der hat dazu auch interessante Kalkulationen aufgestellt, welche Transfereffekte so eine Euro-Dividende hätte, also welches Land wie viel einzahlen und so weiter und wie das auch sogar sich auf die verschiedenen Einkommensgruppen innerhalb der Länder jeweils auswirken würde. Ich weiß nicht, ob wir da den Link schon im Chat gepostet haben. Wenn nicht, wird das vielleicht jetzt der gute Augenblick. Da sind auch diese Vorträge verlinkt auf unserer Seite. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Dann nutze ich einfach nochmal die Gelegenheit, nochmal eine Publikumsfrage einzustreuen, die zur Auswahl hat. Die dritte Frage ist das, Wolfgang, die zur Auswahl hat, auf welchem Wege man sich dem Grundeinkommen annähern könnte auf europäischer Ebene. Also ein europäisches Kindergeld, EU-weite Standards für ein Mindesteinkommen, ein EU-Fonds zur solidarischen Refinanzierung nationaler Sozialtransfers oder direkt eine Euro-Dividende, die dann von der EU ausgezahlt werden würde, die den Vorteil hätte, die Philippe von Parijs ja auch beschreibt, dass dann eben auch entsprechende Pipelines geschaffen werden würden, um überhaupt jeden EU-Bürger finanziell zu erreichen. Da könnt ihr euch gerne dran beteiligen. Dann haben wir hier noch mehrere Fragen im Frage-Antwort-Tool. Davon versuche ich nochmal ein, zwei zu stellen. Und dann sind wir auch gleich am Ende der Zeit. Und ich würde Daniel dann nochmal um ein Schlusswort bitten. Wir haben eine Frage von einer Frau, die ziehe ich jetzt mal vor. In welchem EU-Land ist die Zahl der Befürworterinnen eines Grundeinkommens in der Bevölkerung am höchsten, nach deiner Einschätzung? Da gibt es verschiedene Umfragen immer wieder. Also je nachdem, wer fragt, wie fragt, wen, wer gefragt wird. Also es gab neulich eine Befragung von der Bertelsmann-Stiftung. Die haben aber, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, nicht alle EU-Länder befragt. Und es gab eine Befragung von der Europäischen Sozialdemokratischen Stiftung FEPS, die letzten Sommer durchgeführt wurde. Aber ich muss gestehen, ich habe da jetzt die Zahlen nicht alle im Kopf. Ich glaube, bei der FEPS-Studie hat sich zum Beispiel für Deutschland eine Befürwortung von 70% ergeben, was aber auch vielleicht an der Fragestellung selbst, also die haben nicht das Wort Grundeinkommen verwendet. Das ist also immer die Frage, wie gefragt wird. Aber ich weiß von Umfragen ich glaube, bei diesen Umfragen, die jetzt
letzte Woche oder diese Woche veröffentlicht worden sind. Das ging auch so durch bis in die deutsche Presse, wo es auch um die Frage geht, wollen wir Migranten Grundeinkommen gewähren oder nicht. Aber grundsätzlich ist da, glaube ich, rausgekommen, dass die Unterstützung für die Idee ist auch zum Beispiel in Osteuropa ganz hoch. Also ich weiß, dass die in Ungarn zum Beispiel sehr hoch ist, dass so 80% oder höher sind die Zustimmungsraten. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass eben in diesen Ländern eben die Sozialsysteme halt ganz, ganz schwach sind. Ne? Also die Sicherheit für die Einzelnen im Falle von Arbeitslosigkeit oder im Falle eben von nicht konventionellen Lebensläufen abgesichert zu sein, sind die Risiken sehr hoch und deswegen sagt man sich da so, wir brauchen ein Instrument, was klar für alle eben die Existenzgrundlage garantieren kann. Ja, wunderbar. Jetzt sehen wir auch parallel schon die Ergebnisse unserer Zuschauerbefragung zum Thema Wege zum Grundeinkommen. Und da gibt es ein relativ eindeutiges Votum für die Euro-Dividende, also keinen Umweg über das Kindergeld, Mindesteinkommen oder nationale Sozialtransfers. Das erstmal dazu. Dann haben wir hier noch zwei Fragen und dann würde ich dich bitten, ein kurzes Schlusswort noch anzuschließen. Zum einen, es gab eine Petition an die EU. Was ist da der Stand? Ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist, aber du offensichtlich. Und die zweite Frage stelle ich dir auch direkt. 25% Mehrwertsteuer findet Chris eine Katastrophe. Wie schätzt es ein, Daniel, mit Blick auf Länder, wo die Lebenshaltungskosten niedrig, aber die Löhne es ebenfalls sind? Wie würde sich das dort auswirken? Das klingt natürlich 25% viel, aber das kommt natürlich auch darauf an, wie viel dein Einkommen ist. Ne? Also es kann natürlich sein, dass du in den unteren Einkommensgruppen mit einem zusätzlichen Einkommen über die Euro-Dividende am Ende des Monats trotzdem besser dastehst. Und grundsätzlich ist das der Gedanke, Konsum zu besteuern, Verbrauch zu besteuern und eben die Steuerlast oder Abgabenlast auf Löhne zu mindern, im Grunde ja auch ein grüner Gedanke. Ich glaube, das kann man nicht so pauschal sagen. Das muss man wirklich durchrechnen, was das jeweils Land für Land, für die verschiedenen Einkommensgruppen an Folgen hätte. Ja, ich freue mich, dass wir zumindest für die Euro-Dividende anscheinend heute doch ganz gute Werbung, zumindest nach der letzten Frage zu gehen, gut Werbung gemacht haben. An alle, die diese Ideen, die ich ja heute auch ein bisschen vorgestellt habe, interessant finden und auch finden, dass die Grünen auf europäischer Ebene, die deutschen Grünen vor allem auch, wie gesagt, die anderen muss man da gar nicht vorantreiben. Die sind schon teilweise deutlich weiter, aber die deutschen Grünen muss man, glaube ich, auf dieser europäischen Ebene noch ein bisschen zum Jagen tragen. Und da gibt es im Grundsatzprogramm noch durchaus Luft nach oben. Deswegen habe ich mit anderen zusammen auch da einen Vorschlag eingereicht bei dem Punkt europäischer Sozialstaat, was da möglich ist, ein bisschen weiter zu denken als eben die Optionen, die vorhin auch gar nicht so viel Unterstützung bekommen haben. Und da fehlen nur noch ganz wenige Unterstützungen. Deswegen wäre es natürlich ganz toll, wenn diejenigen, die jetzt zuhören und da noch nicht unterstützt haben, wenn die unterstützen und alle anderen diesen Link auch noch verbreiten. Ich glaube, da fehlen nur noch irgendwie 10, 12 Stimmen, damit dieser Vorschlag auch dann an den Bundesvorstand gehen kann. Ja, insgesamt finde ich, wir Grüne sehen uns als Europapartei. Und ich glaube, deswegen ist auch wahnsinnig wichtig, auch die Frage Grundeinkommen
von den Folgen und Auswirkungen auf die europäische Ebene oder eben mit der Frage, kann nicht sogar die europäische Ebene uns helfen, zum Grundeinkommen zu gelangen, zu diskutieren. Und das ist das, was ich mir jetzt auch fürs Grundsatzprogrammprozess wünsche, eben diese europäische Perspektive, die Perspektive eines sozialen Europas, eines solidarischen Europas, was auch wirklich für alle Bürgerinnen und Bürger und alle, die in Europa leben, da ist. Vielen Dank, Daniel. Vielen Dank, dass du uns für so viele Fragen heute Abend zur Verfügung gestellt hast. Du hast eben schon darauf hingewiesen, die Möglichkeiten im Beteiligungsgrün zu nutzen, um da noch im Sinne des Grundeinkommens sich anzubringen. Da haben wir eine ganze Sammlung auf der Webseite vom Grünes Grundeinkommen für euch zusammengetragen. Da gerne nochmal durchgucken für alle, die dies noch nicht gemacht haben. Dann möchte ich natürlich auch alle nochmal herzlich einladen zu den nächsten Veranstaltungen. Morgen geht es weiter mit Professor Jürgen Schuck vom DIW und Wolfgang Strengmann-Kuhn aus dem Bundestag zum dem Thema Modellprojekte. Und dann möchte ich mich für heute Abend erstmal offiziell verabschieden.